Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Ihres iPad Coaches. Heute schauen wir uns einmal mit MyScript Stylus eine sehr, sehr gute Handschriftenerkennung auf dem iPad an. Ich habe schon verschiedenste Dinge ausprobiert. Mittlerweile gibt es ja auch mit OneNote eine Handschrifterkennung. Sie wissen, ich nutze den Stift von LiveScribe und empfehle immer den LiveScribe Echo, weil hier schreiben Sie auf normalem Papier und der wird dann übertragen in Richtung PC bzw. in Richtung Mac. Es gibt mittlerweile auch einen LiveScribe 3 Stift, der die handschriftlichen Notizen per Bluetooth an eine App überträgt, die direkt auf dem iPad ist. Allerdings ist hier die Erkennungsleistung wirklich schlecht. Und mit MyScript gibt es für mich jetzt die erste Lösung, die eine wirklich gute Handschrifterkennung hat. Sie sehen sie hier schon auf dem Schirm. Sie finden sie, wenn Sie sie unter einfach Stylus hier suchen, also STYLUS. Und wenn Sie das suchen, dann bekommen Sie diese Ergebnisse hier. MyScript Stylus. Und das Schöne ist, diese Applikation ist sogar gratis. Und was macht diese Applikation? Sie integriert eine zusätzliche Tastatur. Das heißt, das Schöne ist, Sie können diese Handschrifterkennung überall auf dem iPad nutzen, also auch wenn Sie E-Mails schreiben, wenn Sie Notizen in Evernote beispielsweise machen oder in einem anderen Programm, dann können Sie, selbst wenn dort eine Handschrifterkennung ist, diese nutzen, weil die sogar besser ist. Und das finde ich sehr intelligent und wir gucken uns das einfach mal an. Wenn Sie diese öffnen, also einmal installieren und öffnen, dann haben Sie eine Applikation, wo zu einmal steht, welche Sprachen es dort gibt. Das heißt, Sie können hier, wenn Sie spezielle Sprachen haben, beispielsweise auch Österreichisch ist hier mit dabei. Hier gibt es ja auch regionale Besonderheiten. Das heißt, hier können Sie Schriften entsprechend installieren und dort sehen Sie schon, haben Sie einen großen Block an bereits vorinstallierten Schriften. Sie können hier das Aussehen nochmal ändern. Das ist letztendlich eine Art Geschmackssache. Ich würde es im ersten Schritt erstmal lassen. Und Sie haben hier die Hilfe, wo Sie nochmal sehen, wie das funktioniert. Hier gibt es ein kleines Lernprogramm. In diesem Lernprogramm steht, wie das funktioniert. Sie sehen es auch gleich nochmal. Sie schreiben einfach anhand einer Linie und können das dann einfach auch korrigieren. Also das heißt, wenn ich jetzt hier weitergehe, dann sehen Sie, Sie können mit zwei Fingern immer hin und her scrollen und es gibt dann Gesten. Das heißt, Sie können hier, wenn Sie einen Strich dazwischen machen, Zwischenräume nehmen. Wenn Sie durch einen Großbuchstaben es ersetzen, einfach überschreiben, Strich dazwischen machen, trennen Sie, Strich durchstreichen, ist durchgestrichen. Und Sie können ganz normal schreiben, wie Sie mögen. Also Sie müssen sich keine eigene Schrift irgendwie angewöhnen. Ich finde das klasse. Die App zu installieren ist nur der erste Schritt. Das, was auch in der Hilfe steht, ist, Sie müssen in Ihre Einstellungen gehen. Und hierzu gehen Sie auf Einstellungen und dann gehen Sie bei den Einstellungen in Allgemein und dann gehen Sie auf Tastatur. Ich mache es nochmal, also Einstellungen allgemein und dann gehen Sie hier mit dem Finger, schieben Sie das etwas hoch und dann finden Sie hier den Bereich Tastatur. Und wenn Sie hier drauf tippen, dann gibt es hier oben den Befehl Tastaturen, also Einstellung allgemein Tastaturen. Und wenn Sie hier drauf tippen, sehen Sie, welche Tastaturen Sie installiert haben. Ich lösche sie jetzt mal raus. Hier sehen Sie auch gleich wieder, wie Sie eine Tastatur löschen können, die Sie nicht mehr brauchen, indem Sie die einfach rüberschieben. Hier sagen Sie dann Tastatur hinzufügen und dann sehen Sie eben, Stylus ist die Tastatur, die Sie jetzt durch die App auch installiert haben und Sie können dann eben sagen, ich nehme Stylus. Und wenn Sie dann hier drauf tippen, dann können Sie nochmal wählen, ob Sie den vollen Zugriff erlauben wollen. Ich habe bisher ehrlich gesagt noch keine Einschränkung entdeckt, wenn Sie den vollen Zugriff nicht erlauben. Wenn Sie ihn hier anhaken, dann kommt immer der Hinweis, dass hier auch entsprechend zusätzliche Informationen zum Entwickler übertragen werden können. Ich persönlich habe noch keine Funktionseinschränkung entdecken können, deswegen lassen Sie den vollen Zugriff ruhig raus. Wie funktioniert er jetzt? Ich tippe jetzt auf die Home-Taste und gehe einfach mal in die Notizen-Applikation, nur um Ihnen mal zu zeigen, wie Sie jetzt damit arbeiten können. Das geht natürlich nicht nur bei den Notizen, sondern es geht auch in allen anderen. Das heißt, Sie schreiben etwas und dann gibt es hier diesen Globus. Und wenn Sie auf den Globus tippen, dann erscheinen Ihnen andere Tastaturen. Wenn ich hier einmal tippe, kommen meine Emoticons. Wenn ich nochmal tippe, habe ich hier meine 10er-Tastatur, eine spezielle. Beziehungsweise ich habe dann jetzt hier diese Tastatur, mit der Sie frei schreiben können. Und wenn Sie jetzt hier schreiben, ist das einfach. Sie schreiben einfach mit dem Finger, schreibe ich jetzt Hallo.
Und Sie sehen, der hat es sofort umgesetzt. Ich finde das toll. Und Sie sehen, ich schreibe dieses T ganz komisch. Also mal gucken, ob er meinen Nachnamen so erkennt, wie ich das normalerweise schreibe. Da sagt er, das funktioniert nicht. Dann können Sie mit zwei Fingern hier rüber gehen und einfach mit dem Finger das durchstreichen. Und dann sagen Sie, okay, hier schreibe ich mal so, dass man es auch lesen kann. Dann sage ich, okay, nächster Versuch. Mit meinem Namen tut er sich ein bisschen hart. Dann schreibe ich mal Jekyll. So wie es, glaube ich, richtig geschrieben wird, genau, und dann hat es entsprechend auch erkannt. Also im Regelfall, und Sie können einfach weiterschreiben, Regelfall, und er gibt Ihnen hier auch genau diese Korrekturvorschläge, die Sie haben, klappt, und wenn Sie sagen, nö, das möchte Sie jetzt klein schreiben, dann sagen Sie einfach klein, und dann sagen Sie das sehr gut. Also ich finde, das ist wirklich eine Erkennung, die ist Weltklasse. Sie kriegen vielleicht ein Gefühl dafür, wie schlecht meine Schrift ist. Und der erkennt das. Und das Schöne ist, Sie haben das jetzt in der Notiz gesehen. Sie können das aber auch in E-Mails, in allen anderen nutzen. Sie haben hier immer den Globus und mit dem Globus können Sie zwischen den verschiedenen Tastaturen hin und her tippen. Also MyScript Stylus. Ich schalte hier nochmal um, damit Sie nochmal im App Store sehen, wie dieses Programm heißt. Natürlich haben Sie auch den Link entsprechend. Also MyScript Stylus heißt das. Finden Sie im App Store, wenn Sie unter Stylus suchen, eine Gratis-Applikation. Die erste wirklich, finde ich, sehr, sehr gute Handschrifterkennung, wo Sie sich nicht umgewöhnen müssen, was die Schrift anbelangt. Und dadurch, dass es als Standard-Tastatur integriert ist in Ihr iPad, können Sie es in jeder Applikation nutzen, also auch in Notizen-Applikationen, beispielsweise wie Evernote, die gar keine eigene Handschrifterkennung vorsehen. Hier gab es bisher immer nur die Möglichkeit, mit Dritt-Apps zu arbeiten. Das ist ein großer Vorteil von iOS 8, dass jetzt mittlerweile auch Dritttastaturen unterstützt werden können. Sie haben gesehen beim Hin- und Herschalten, dass ich sogar auch eine eigene 10er-Block-Tastatur mit dabei habe. Das gucken wir uns in 14 Tagen einmal an, wie Sie auch einen 10er-Block als Standardtastatur mit installieren können, damit Sie einfach noch schneller und produktiver Informationen eingeben können. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg bei der produktiven Nutzung Ihres iPads. Ihr Thorsten Jekyll.